Hallo liebe Hungrige, bevor wir uns kampflos den Winterblues ergeben, kochen wir uns doch lieber eine Winterminestrone. Hier, eben dem winterlichen Gemüseangebot angepasst, ist dieser wärmende Suppenhit aber genauso lecker wie das Original. Wir brauchen dafür passierte Tomaten und Tomatenmark, etwas Zucker, einige getrocknete Tomaten und das können auch die in Öl eingelegten sein, etwas geriebenen Parmesan, Öl und Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz und die klassischen Zutaten Bohnen und Pasta. Hier sind es weiße Bohnen und ich habe Farfalle ausgewählt. Die sind klein und sehen cool aus, finde ich. Doch es darf auch eine andere Sorte sein. Außerdem brauchen wir Suppengrün, insgesamt so ca. 500 Gramm, bestehend aus Möhren, Porree, Knollensellerie und Petersilie. Wir brauchen eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, ein Lorbeerblatt, Rosmarin und Thymian. Zuerst binden wir uns ein kleines Kräutersträußchen, nehmen also Thymian, Rosmarin und das Lorbeerblatt zusammen, brauchen dann etwas Küchengarn, binden die Kräuter damit fest zusammen und können uns sicher sein, dass die Kräuter schön zusammenbleiben. Nun gilt es noch einige Vorbereitungsarbeiten zu erledigen. Die Möhren werden geputzt und gewürfelt, Lauch bzw. Porree in dünne Ringe oder auch Halbringe geschnitten, auch der Knollensellerie wird gewürfelt, die Zwiebel in dünne Streifen geschnitten, die Knoblauchzehen schön klein gehackt und ebenso die Petersilie. Und nachdem wir alles so schön vorbereitet haben, müssen wir nur noch die getrockneten Tomaten in Streifen schneiden. Wir geben 3 Esslöffel Öl in einen Topf, erhitzen es. Dann kommen die geschnittene Zwiebel und die Knoblauchzehen in den Topf und auch die in Streifen geschnittenen Tomaten. Ein bisschen umrühren und für ca. 3 Minuten bei mittlerer Hitze andünsten. Als nächstes kommt auch das Suppengrün mit in den Topf. Mal durchrühren und dann das Suppengemüse so für ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze mit andünsten. Das duftet alles schon sehr schön aromatisch. Und wir geben nun das Kräutersträußchen mit in den Topf, außerdem den Zucker und das Tomatenmark. Mal durchrühren und für ca. eine weitere Minute dünsten. Jetzt entfaltet sich auch das Kräuteraroma. Es riecht also schon richtig appetitlich. Nun kommen die passierten Tomaten mit in den Topf. Und wir gießen außerdem einen halben Liter Gemüsebrühe mit dazu. Mal ordentlich umrühren. Und dann mit Pfeffer und auch mit Salz würzen. Nochmal umrühren. Deckel drauf und aufkochen. Und nachdem es aufgekocht ist, für weitere 5 Minuten kochen. Im nächsten Schritt die Nudeln mit dazugeben und diese dann wieder zugedeckt, so für 5 bis 7 Minuten mitkochen. Hängt ein bisschen davon ab, welche Sorte ihr verwendet und wie weich bzw. fest ihr sie haben möchtet. Also Deckel wieder drauf und wie gesagt für 5 bis 7 Minuten. So, und zum Ende kommen jetzt noch die weißen Bohnen mit dazu. Durchrühren und die Bohnen kurz mit erwärmen. Abschließend nochmal abschmecken und zwar wieder mit Pfeffer, etwas Salz, vielleicht je nach Geschmack auch noch eine Prise Zucker. Dann ungefähr ein Drittel der geschnittenen Petersilie mit in den Topf. Alles nochmal umrühren. Dann das Kräutersträußchen herausnehmen und damit ist unsere Winterminestrone fertig. Wir nehmen sie vom Herd und tun auf. Wenn wir aufgetan haben, beträufeln wir die Minestrone noch mit ein bisschen Öl. Geben vom Parmesan darüber und bestreuen sie außerdem mit etwas Petersilie. Und jetzt können wir diese leckere, wärmende Suppe genießen. Ist eine schöne Variante und die Zubereitung hier auch gar nicht kompliziert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Falls euch allerdings eine geröstete Gemüsesuppe lieber ist oder ihr mit der Pasta Beefaroni à la Big Bang Theory zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.